großer Medizinbeutel, Messergürtel, Erweiterung, Rauchbombe. Rauchbomben, Messer, Messergürtel. Ich meine, die benutze ich ja oft. Ich könnte den Medizinbeutel gut gebrauchen. Eine Messergürtel-Erwartung habe ich ja bereits. Ich weiß nicht, Rauchbomben. Soll ich die Rauchbomben? Ich nehme die Rauchbomben mal. Die kaufe ich mir mal. So, jetzt haben wir auch nur noch 543 Florin. Kommt wieder! Jetzt haben wir auch Rauchbomben. Und können auch nichts mehr jetzt kaufen. Beziehungsweise nichts mehr renovieren. Wo ist die Leiche hin? Gut, dass sie den getötet hat. Jetzt kann ich den einfach ausrauben. Wenn euch euer Leben lieb ist, lauf! Perfekt. So wollte ich das und nicht anders. So. Oh Mist! Kurz die Nase kraulen. Ah. So. Wir gehen aber noch vorher zum Schmied, denn wir müssen noch ein bisschen aufmunitionieren. Unser Repertoire. Denn wir haben gerade nicht genug von ein paar Sachen. Oh, scheiße. Wir machen danach auch direkt die Mission sofort ohne. Ach, schrecklich furchtbar. Geld haben wir noch nicht. Zur Bank. Meinen sind die wieder unpünktlich. Reparieren tun wir mal kurz alles. Rüstung, was gibt's da? Bereits im Besitz, Gegenstand bereits im Nutz und erfordert die doppelte versteckte Klinge. Munition habe ich jetzt. Ein Armbrustbolzchen. Oh, für mich könnte ich auch ein gut ein paar gebrauchen. Immer her damit. Beehrt mich bitte wieder. So, 10 Wurfmesser. 10 Pistolen, Kügelchen, 20 Armbrustbolzen und 3 Wurfmesser. So. Ja, ich wollte doch nach Rom. Ich wollte nicht komplett rauszoomen. Mein Gott. Ich will jetzt kurz nach Steckbrief suchen. Ist hier gerade einer in der Nähe? Natürlich nicht. Ich habe exklusive Schleier aus dem Osten für unsere Frauen, Signori. Für unsere Frauen. Als ob ich so viele hätte gerade im Moment. Ich habe ja anderes zu tun. Wir dachten ja, Katharinas Forza, weil er wäre ja hier unsere Hostess, nein. unser Babe hier, aber die will ja nicht, weißt du? Die denkt ja nur an sich selbst. Nein, natürlich nicht. Die beste Ware. Klar. Oh, imbecille. So, ich werde kurz gucken, ob ich aufnehme, ob das alles klar geht. Ich denke schon. Ich denke schon. Somit geht das klar. Ich nehme auf. Mein Ton nimmt auf. Mein Spiel nimmt auf. So will das ein YouTuber haben. Alles perfekt. Das heißt, wir gehen jetzt in
Die Hauptmission. Wie zum Interagieren. Ezio. Wo ist Machiavelli? Ich konnte ihn nicht finden. Ich brachte die Contessa hierher. Katharina. Würdet ihr uns verraten, wo ihr wart? Ich suchte nach Ezio. Was ist mit Cesare und Rodrigo? Cesare ritt davon, bevor ich ihm nahe kam. Und Rodrigo war überhaupt nicht dort. Merkwürdig. Rodrigo ist meistens im Castello. Wirklich seltsam. Welch Verschwendung. Nichts für ungut. Schon gut. Wenn Cesare in Urbino ist, müssen wir unsere Truppen sammeln. Ich dachte, wir wollten sofort zuschlagen. Unmöglich. Cesare kommandiert ein großes Heer in der Romagna. Ihr kämmt nie an ihn ran. Ich sage, wir arbeiten hier, in Roma. Wir mindern Borgias Einfluss und steigern den unseren. Und jawohl, ich möchte sofort beginnen. Volpe, holt Claudia und Bartolomeo her. Machiavelli, trefft mich draußen. Kümmert euch um sie. Seht, die Borgia rauben dem Volk alles, um ihre Macht zu erhalten. Was wollt ihr jetzt tun? Wir gewinnen ihn für unsere Sache. Ihr beliebt zu scherzen. Um zu siegen, Machiavelli, brauchen wir treue Soldaten. Wenn wir Staatsfeinde rekrutieren, bewaffnen wir jene, die von den Borgia entwaffnet wurden. Dann geht. Rekrutiert die ersten Novizen. Mann des Volkes. Mit zwei Bürgern Roms gegen die Unterdrückung durch die Borgia kämpfen und sie für die Assassinen-Gilde rekrutieren. Volle Synchronisation, nicht mehr als 5 Quadrate der Gesundheitsanzeige verlieren. Akzeptieren. Mich verstecken. Hey, wieso haben die denn jetzt getötet, die beiden? What the fuck? Macht so weiter und ihr macht es bloß noch schlimmer für euch. Mörder! In Gottes Namen, bleibt gefährlich! Okay, das hat jetzt eher weniger gut geklappt. Ja, ganz ruhig. Erstmal durchsuchen wir die ganzen Körper. Auch wieder meine Wurfweste zu bekommen. Und auch ein bisschen Money zu sammeln. Das ist eigentlich ein ganz guter Trick am Anfang. Denn am Ende braucht man eigentlich das ganze Geld gar nicht mehr. Ja, wir sind gleich soweit. Warum ich? Immer zur richtigen Zeit am falschen Ort. Ganz ruhig, ganz ruhig. Die Befreiung Roms hat begonnen. Das war knapp, Grazie. Bringt ihr mir bei, so zu kämpfen wie ihr? Ja, ja, mach mal, mach mal, mach mal. Keine Sorge. So, dann ich sag einfach gar nichts mehr, weißt du? Das ist ein bisschen so, ich sag einfach gar nichts mehr. So was habe ich noch nie gesehen. Ich bin ja eigentlich auch kein Gaukler. In dem Sinne. Diesmal, ich glaube, ihr beliebt zu scherzen. Machiavelli. Nein, war ein Witz. So, die sind noch fast da.
So, das war ja auch relativ einfach. Keine krasse keine krasse Herausforderung oder so für uns. Ich meine, wir sind halt fucking Ezio, ja? Wir können das einfach, weißt du, von Geburt an. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ich hätte es auch allein geschafft, aber grazie. Sagt, wohin führt euer Weg? Ezio einfach nichts sagt, weißt du, der sagt so, wenn du wüsstest, weißt du, ja, wenn du wüsstest. Um zu interagieren, wie kann jetzt nämlich ein neuer potenzieller Assassiner wurde angeworben. Emilia Santi ist der Assassinen-Gilde beigetreten. Assassinen-Signal verlieren, ein neuer Rekrut. Etc. etc. Na, zwei Assassinen habe ich jetzt. Aufträge könnte man jetzt ein paar. Mission starten. So. Die beiden habe ich jetzt unterwegs auf einen Auftrag geschickt, sozusagen. Den sie hoffentlich erfolgreich beenden werden. Wir haben noch Zeit. Wir können noch was rekrutieren. Ganz ruhig, Ezio. Kardinal Soderini hat vor seinem Palazzo in Ponte den Bau einer Piazza zugunsten aller Römer angeordnet. Häuser, die derzeit dort stehen, sind sofort zu räumen. Die Eigentümer können beim Notar des Kardinals um eine Entschädigung bitten. Ist ja auch geil, ne? Kardinal will so wie in Limburg, ne? Mit dem Thebat von Elst hier, ne? Der einfach so. Ja, dann machen wir mal hier was. Bauen wir mal hier was hin. Ne. Hört sich geil an. Was so. What the fuck? Das ist ja sogar eine Wache, Alter. Ja, dann gehe ich halt. Ich will auf jeden Fall noch Assassinen anwerben, richtig viele. Richtig krass viel. Wow, no. What the fuck, wie der schreit, ne? Steht doch nicht alle im Weg rum, mal ganz ehrlich. So. So. Boah, die Typen hätten wir jetzt getötet. So, den hätten wir auch getötet.
Die Befreiung Roms hat begonnen. Ich verdanke euch mein Leben. Ihr habt gezeigt, was diesen Hunden fehlt. Wahre Führungsqualitäten. Bitte nehmt mich mit.